Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 10 Jahre Gegengiftbox von Freiwild. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 10 Jahre Gegengift von Freiwild, das Ganze aus dem Jahr 2011. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das 7. Album der Band. Wir haben hier eine spezielle Variante des Albums Gegengift, denn wir erinnern uns, das eigentliche Album, also diese Box hier, erschien im Jahr 2010. Das ist die reguläre Gegengift-Box. Die habe ich euch ja bereits vorgestellt. Und ein Jahr später, ich glaube es war der Mai, im Mai 2011, erschien dann diese Variante, also 10 Jahre Gegengift, anlässlich des 10-jährigen Bandbestehens von Freiwild. Also, wir haben hier einen schwarzen Karton, mehr oder weniger so einen Würfel. Hier oben lesen wir einmal Freiwild. Dann haben wir das Artwork von Gegengift, etwas abgewandelt in anderen Farben. Und dann lesen wir hier 10 Jahre Gegengift 2001-2011. Freiwild Gegengift, okay, das ist nochmal die Box hier abgebildet. Und dann lesen wir hier 10 Jahre Gegengift Limited EMP Edition. Genau, also meines Wissens gab es diese Edition, diese Box damals wirklich nur exklusiv über EMP. Und dann lesen wir hier noch, enthält 10 Jahre Gegengift, Doppel-CD mit 25 Songs plus DVD mit 100 Minuten Doku, wertige 10 Jahre Freiwild-Uhr plus Verpackungsdose. Das haben wir hier dann noch abgebildet und das ist demzufolge dann nicht die Box, wie ich anfangs gesagt habe, sondern doch eher das Digipack. Okay. An den Seiten hier, komplett in schwarz gehalten. Unten haben wir dann noch hier einen Sticker, und zwar haben wir hier einen Barcode, Artikelnummer und eine Größe. Nachdem wir hier eine Uhr haben, ist die Uhr bei allen gleich, also Standard. Und dann haben wir hier noch so zwei Klammern, das habe ich auch noch nie gesehen. Machen wir die hier mal raus. Oder zumindest auf, raus gehen sie nicht, aber raus. Kann man sie hier rausklappen. So. Hier vorne geht es dann auf. Genau. Und dann haben wir hier den Inhalt. Als erstes haben wir hier mal diverse Luftpolster, die das Ganze hier in Position halten und dafür sorgen, dass hier nichts durch die Gegend fliegt. Das ist dann diese Metallbox, in der sich die Uhr befindet. Und darunter kommt dann zum Vorschein das Digipack, das ziemlich dick ist. Also da ist echt einiges mit dabei. So sieht das aus. Also hier nochmal diese beiden Klammern. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht genau, was die hier für einen Zweck erfüllen. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also ich glaube, die Box hätte auch ohne diese Klammern stattfinden können oder zusammengehalten. Ja, okay. Es wird auf jeden Fall irgendeinen Sinn dahinter geben. So, wir starten wie immer mit dem Album an sich. Das kommt hier in einem Digipack. Wir haben hier einmal einen FSK 12 Sticker, der hier aufgeklebt ist. Dann haben wir das Cover Artwork von 10 Jahre Gegengift. So sieht das aus. Und das Ganze kommt in einem richtig dicken Digipack. Also wir lesen hier einmal Freiwild 10 Jahre Gegengift. Hier auch nochmal. Plus die Katalognummer RK027. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier nämlich komplett aufklappen. Hier kommt einmal eine Gitarre zum Vorschein. Sieht für mich aus wie der Arm von Philipp, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir hier ein Foto. Sieht nach Live-Konzert aus. Noch ein Foto, ebenfalls live, so Action auf der Bühne. Und das ist dann das Digipack in seiner ganzen Pracht. Also wir haben hier tatsächlich so vier Elemente zum Rausklappen. In diesem Digipack befinden sich hier zwei CDs und dann haben wir hier noch eine DVD. Und links und rechts ist hier jeweils noch eine Stecktasche mit Booklet. Wir schauen mal rein. Booklet Nummer 1 ist das hier. Und dann haben wir hier noch Booklet CD2. Alles klar, okay. Also ich hätte jetzt eventuell gedacht Booklet zur DVD, aber wir haben hier tatsächlich für jede der einzelnen CDs ein Booklet. Dazu kommen wir gleich. Wir schauen uns nochmal ganz kurz die CDs an.
Und zwar haben wir hier einmal die CD1, ist in so einer, ja, was ist das, in so einer Zahnradoptik. Disc 1 lesen wir hier. So sieht die aus. Dahinter übrigens genau gleich. Also hier die Rückseite ist auch wieder in dieser Zahnradoptik gestaltet. Dann haben wir hier in diesem Mittelteil, in diesem Mittelelement, Disc Nummer 2. Auch wieder Zahnradoptik. So sieht das aus. Und zuletzt, zu unterst, haben wir dann die DVD. Hier lesen wir Doku DVD. Und hier haben wir auch wieder den FSK 12 Hinweis. Gut, links und rechts auch jeweils diese Zahnradoptik. Allerdings eben diese Stecktaschen hier mit den Booklets, keine CDs. So, als erstes starten wir hier mit CD1. Wir haben hier Schwarz-Weiß-Fotos der Band, aber natürlich auch, wie man es von Freiwild-Alben kennt, die Lyrics abgedruckt. Bedeutet, jeder Track ist hier Wort für Wort abgedruckt. Dann haben wir Fotos, also hier Philipp beim Umarmen der Fans. Und dann haben wir noch den Zecker, wie er auch Fotos mit Fans macht. Ja, also das ist auf jeden Fall einiges los hier auf den Konzerten. Jede Menge Lyrics und weitere Fotos. So sieht das aus. Zum Abschluss gibt es noch hier ein Bild aus dem Tourbus. Und ein Foto von, das dürfte wohl eine Autogrammstunde sein. Dann haben wir das Booklet zu CD2. Sieht so aus, also genau wie auch CD1 hier mit diesen Schwarz-Weiß-Fotos. Und natürlich auch jede Menge Lyrics. Dann, was haben wir hier? Das ist keine Lyrics-Zeile, sondern was haben wir hier? Runde 10 und kein bisschen leise. Genau, also hier ist so ein Text zum 10 Jahre Freiwild-Jubiläum, zu diesem 10. Geburtstag. Da wird so erklärt, erzählt, wie der Weg dahin verlaufen ist und so weiter. Könnt ihr euch natürlich gerne durchlesen. Weitere Lyrics. So sieht das aus. Jawohl. Also, zwei Booklets zu den beiden CDs. Und was mir jetzt gerade erst einfällt, was ich irgendwie unterschlagen habe, ist tatsächlich das hier, die Rückseite. Und zwar haben wir hier natürlich die Tracklist, Disc 1 und Disc 2. Wir haben hier 13 Tracks auf der einen CD, 13 Tracks auf der zweiten CD, bedeutet 26 Tracks gesamt. Und dann haben wir hier auf der DVD, auf der Disc 3, 100 Minuten Doku-DVD. Ja, da ist echt eine Menge drin. Dann hier noch die Beteiligten, die Infos zur DVD und ein Barcode. Und zum nächsten Box-Inhalt kommen wir hier in dieser kleinen Metalldose. Die hat hier oben so ein Sichtfenster. Das ist ein Plastik, durchsichtig. Dann haben wir so einen Schaumstoff. Und hier drin befindet sich dann die Uhr. Also die hat hier auch in so einer Schaumstofffütterung entsprechend Platz. Da ist auch so eine Auslassung, damit man die Uhr hier perfekt reinmachen kann. Die Uhr selbst hat dann auch nochmal hier mittig so einen kleinen Schaumstoffpolster, um das Armband zu schonen. Und so sieht die Uhr dann aus. Also, wir haben hier eine, rein von der Optik her sieht man das so nach, ja, was ist das für eine Farbe, so chrom, dunkelgrau aus. Ziffernblatt, ein klassisches Ziffernblatt hier mit den 12 römischen Zahlen drauf. Das Ziffernblatt sieht jetzt etwas kaputt aus, allerdings das ist hier so eine Plastikfolie, also so eine Beschichtung, die hier drauf ist. Man kann dieses Plastik dann auch noch abziehen, also falls das so aussieht, als wäre irgendwie das Display zerkratzt oder gebrochen. Das ist hier wirklich so eine Folie, die noch drüber ist, wie man es auch von Handys kennt. Wir haben hier auch drei Zeiger drauf, also regulär gehalten hier mit Stunden, Minuten und Sekundenzeiger. Und auf dem Ziffernblatt lesen wir hier dann 10 Jahre Gegengift. Die Zeit vergeht und darüber Freiwild. Ja, ansonsten hier rechts dieses Knöpfchen,
mit dem man entsprechend dann die Uhrzeit einstellen kann. Das Armband an sich auch noch hier in dieser Folie verpackt. Und hier unten haben wir dann den Schließmechanismus. So sieht das aus. Also, ich glaube Bajonettverschluss nennt sich das. Klassisch, habe ich auch bei meiner Uhr so einen. Und dann lesen wir hier noch, was lesen wir hier? Stainless Steel. Ja, also Edelstahl in so einem, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das für eine Farbe ist. Ich sage jetzt mal Anthrazit, sieht für mich so aus, so schwarz-dunkelgrau. Ja, und natürlich kann man dann, wenn man das Ganze anpassen möchte, diverse Kettenglieder da noch rausmachen, falls sie zu groß ist, denn ich glaube, also rein von der Optik, die sieht für mich etwas groß aus. Wir schauen mal ganz kurz, gebe meine mal kurz beiseite, probiere die mal an, Moment. Ja, also die ist, ups, jetzt ist wieder aufgegangen, die ist wohl doch deutlich zu groß für mein zartes Handgelenk. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe schon im Vergleich so zu Leuten in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis, ein recht breites Handgelenk und den wenigsten passt meine Uhr, aber die ist echt sehr großzügig gehalten. Also ich denke, die passt auch ohne Probleme Leuten, die mehr Kilo auf den Rippen haben als ich. Aber wie gesagt, man kann das natürlich dann individuell anpassen. Einfach die entsprechende Anzahl an Gliedern rausnehmen. Und dann könnt ihr euch die Uhr optimal auf euer Handgelenk anpassen. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal diese eben gezeigte Armbanduhr hier in diesem ja, dunkelgrau Anthrazit Metallfarben. Die kommt hier in dieser silbernen Metallbox, die so in Schaumstoff ausgekleidet ist, mit diesem kleinen Deckel hier mit Sichtfenster. Und dazu gibt es natürlich das Album an sich, 10 Jahre Gegengift mit insgesamt 2 CDs und 26 Tracks plus der DVD mit 100 Minuten Laufzeit im Digipack. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. 10 Jahre Gegengift von Freiwild. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Freiwild unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.